Hallo, hallo. Guten Tag, guten Tag. Wir schmeißen heute Mentos in Cola. Aber nicht irgendwie, nein, wir nehmen 6 einzelne Mentos, packen die in diese Vorrichtung. Und wenn man hier dran zieht, dann fallen die 6 Mentos in die Cola rein. Wir haben verschiedene Colas dabei, um zu gucken, welche Cola bietet die beste Performance. Und zwar haben wir Cola Light, Topstar Cola, die normale Cola, Topstar Cola Light, Coke Zero und Flirt Zitrone Zero. Und damit das wissenschaftlich bleibt, bleibt dieser Kameraabstand immer gleich groß, damit wir alle Spritzer vergleichen können. Und mal gucken, welche am besten performt. Los geht's, das ist nur der erste Test, um die Höhe rauszufinden. So, du hältst die Flasche fest, ich ziehe raus. Alles klar. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, das funktioniert doch großartig. Ja. Doch, woher kommt der Geysir? Wenn wir das Mentos so anschauen, dann sieht das relativ glatt aus. Aber der Schein trügt. Wenn wir die Vergrößerungslinse rausnehmen und bei 20-facher Vergrößerung ganz genau hinschauen, dann sehen wir, die Oberfläche entspricht einer Mondlandschaft. Da sind also ganz viele Krater und Dellen da drin und die ist überhaupt nicht glatt. Ein weiterer Punkt ist, dass in unserer Flüssigkeit, also in der Cola, Kohlensäure enthalten ist. Das heißt, wir haben gelöstes CO2, also Kohlenstoffdioxid. Das können wir mit dem Auge nicht erkennen. Und das ist in Ketten gelegt vom Wasser und möchte dem Wasser entweichen. Und genau an diesen Kratern, also an den Dellen, genau da kann das das tun. Da kann es sich mit anderen CO2-Teilchen zusammentun, eine Blase bilden und hochsteigen und entfliehen. Wenn die Mentos jetzt in unseren kohlensäurehaltigen Softdrink zu Boden sinken, dann bilden sich an der Oberfläche immer mehr Bläschen, die nach oben steigen. An unserem Flaschenhals haben wir das Röhrchen befestigt. Das heißt, der Schaum, der dadurch diese Explosion entsteht, kann nur durch das kleine Loch in diesem Röhrchen. Und genau deshalb können wir auch die Steighöhen der verschiedenen Colas vergleichen. Wir sehen einen ganz klaren Trend. Die Zero-Produkte sind die absoluten Gewinner, gefolgt von dem zweiten Platz die Light-Produkte. Und der dritte Sieger von allen ist
Das ist die normale Cola. Außerdem gibt es noch Unterschied zwischen den Markenprodukten und den No-Name-Produkten. Aber was wir vor allen Dingen sehen, ist, dass unsere Erklärung nicht ausreicht, denn in allen Produkten ist natürlich immer Kohlensäure drin. Und wenn unsere Erklärung ausreichen würde, dann müsste zumindest innerhalb einer Marke die Fontäne immer gleich hoch sein, was aber nicht so ist. Und warum die nicht ausreicht, erfahrt ihr in einem anderen Video. Jetzt zeigen wir euch noch, was passiert, wenn ihr die 6 Mentos in eine kohlensäurehaltige Wasserflasche, also in Mineralwasser, schmeißt.